Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute geht's für mich nach Berlin und da habe ich mir gedacht, komm, Claudinchen, mach's immer wieder einen Vlog. Und wenn du Bock drauf hast, mich zu begleiten, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, wie man offensichtlich sehen kann, bin ich noch im heimischen Schlafzimmer hier. Warte drauf, dass es so kurz nach 11 wird und dann bringt mein Schatz mich zum Bahnhof und dann werde ich Bahn fahren. Ein ganz spezieller Arbeitsbereich hier, ne? Da habe ich mich ein bisschen ausgebreitet. Genau, ja. Aber gut, so kann man gut arbeiten. Und als ich dann herausgefunden habe, dass hier auch immer wohl eine Steckdose im IC drin ist und dass man sich auch beim Internet anmelden kann, lief es auf einmal richtig gut bei mir. Ich befinde mich im Zimmer Nummer 503 von dem Ibis Hotel Berlin Mitte Prenzlauer Straße. Das ist wichtig, weil da gibt es wahrscheinlich einige von hier in Berlin, ne? Das Zimmer war gar nicht so günstig, um das mal so zu sagen. Aber ich finde, es sieht auch wirklich schön aus. Doch, also ich wurde an der Rezeption auch gefragt, ob ich irgendwie ein ruhigeres Zimmer haben möchte oder zum Alex raus. Ich sage definitiv ein ruhigeres Zimmer. Moin. Ich bin ein bisschen platt, ne? Muss mich gleich umziehen, bevor es wieder zum Alex geht. Ich bin nämlich vom Alex bis hierhin gelaufen, eine Viertelstunde ungefähr. Und das war nicht die beste Idee meines Lebens. Wäre Mr. Babybauch nicht vorhanden, was nicht schön wäre, dann wäre das für mich easy peasy gewesen. Ne? Aber es ist sehr, sehr stickig draußen und so. Und ich bin ja auch noch recht warm angezogen. Daraus machen wir gleich mal was anderes. Aber ich wollte euch vorher mal so ein bisschen das Zimmer zeigen, bevor ich das hier verwüste, weil ich kenne mich doch. Man hat hier auch so einen kleinen Eingangsbereich mit Garderobe, falls man so länger bleiben würde oder so. Das finde ich immer ganz schön und praktisch, ne? Mit so Haken. Also ich finde es gut. Ich fand es, als ich reingekommen bin, ein bisschen dunkel, weil die Vorhänge auch so fast komplett zugezogen waren. Fernseher ist am Start. Jo, hier bin ich schon wieder am Arbeiten, typisch. Ich finde es halt einfach cool, denn ich habe hier so ein Zimmer zum Innenhof, ne? Und das ist wirklich super ruhig hier drin. Und ich hoffe, dass es heute Nacht auch so bleibt. Und mir gefällt meine Aussicht. Irgendein Kirchturm sehe ich da hinten. Läuft doch, ne? Genau, ja. Hier ist eine ominöse Tür. Sowas finde ich übrigens immer grundsätzlich creepy. Das heißt, hier werde ich heute Nacht irgendwas vorstellen, weil ich Angst habe, dass sonst irgendwer da rein, raus, hin und her kommt, ne? Ich bin halt so. Genau, und hier geht's ins Badezimmer. Da habe ich so einen Riesenspiegel. Feiere ich total. Dann, ja, pragmatisch, ne? Kannst jetzt keinen Blumentopf mit gewinnen, aber es ist halt ein Badezimmer. Und ich glaube, hier kann ich mich morgen früh ganz gut fertig machen. Ich glaube, das geht wohl, ne? Schöne Dusche mit dabei. Ja, kann ich mich nicht beschweren. So. Und wie gesagt, jetzt muss ich noch ein bisschen meinen Bauch hier entspannen. Aber nur kurz. Und mich umziehen. Und dann geht's zum Alex. Und da treffe ich Danny und Maxim. Ich freue mich voll. Die beiden, ey. Voll cool. Ja, ich würde mal sagen, ne? Auf geht's, Leute. Ich bin so aufgeregt! Alle genauso verrückten Menschen wie ich wissen ganz genau, was ich gerade bei Galeria Kaufhof gemacht habe, oder? Andere Leute im September. Oh, es ist noch so schönes Wetter. Ich möchte definitiv noch die ganzen Sonnenstrahlen genießen. Claudi? Da ist ein Sephora. Habt ihr vielleicht schon euren Adventskalender da? Es ist einfach verrückt, aber ich liebe einfach diese Zeit. Ihr wisst es ganz genau. Habe ich schon mal drin gegessen. Das ist schon ein paar Jährchen her. Aber da war ich mit meinem Papa und mit meinem Freund und mit meiner Stiefmama und ihren Töchtern. Ich glaube, die waren beide auch mit dabei. Es war so schön mit Danny und Maxim, dass ich einfach gar nicht irgendwie gevloggt habe oder Fotos gemacht habe oder sonst irgendwas. Total bekloppt, aber ich habe einfach mal den Moment genossen. Crazy, hm? Ja, jetzt bin ich wieder im Hotelzimmer und die beiden, echt die Gentlemen vor dem Herrn, das kann man nicht anders sagen. Die haben sogar ein, Uber nennt sich das hier? Frag mich, ich kenne sowas nicht. Gerufen, dass ich hier auch sicher wieder beim Hotel ankomme. Also super, super, super lieb. Und ja, jetzt werde ich gleich ein bisschen duschen, aber ich habe euch mal so ein bisschen was drapiert. Denn ich wollte euch einfach mal zeigen, was ich so an Pflege mitgenommen habe. Ja, eine Bürste, ein Toner, dies, das, Ananas, ne?
Das sind so meine winzig kleinen Produktchen. Ich lieb's ja. Und das möchte ich euch von Herzen einfach mal empfehlen. Das ist von Özlem, das Lashlem. Das ist das Wimpernserum, was die halt in ihrem Shop hat. Das sieht nicht nur wunderschön von der Verpackung her aus, das macht auch wirklich was. Also das kann ich nicht anders sagen. Körperpflegeprodukte, die ich eingepackt habe, beziehungsweise die beiden Sachen sind jetzt zum Abschminken gleich. Ich weiß nicht, Handcreme, Zahnpasta, Zahnbürste, läuft. In dieser großartigen Crash Cosmetics Tasche habe ich das Ganze aufbewahrt. Die hatte ich mir letztens mal gekauft, glaube ich. Oder war die irgendwo mit dabei? Das weiß ich gerade gar nicht mehr. Und das sind die Sachen, die ich morgen verwenden werde. Ja, drapieren kann sie, ne? Weil ich wollte mich ja vor dem Glossybox Event auch ein bisschen schminken. Da habe ich die Becca Chloe und Malika Palette, die Fenty Foundation, das Love Puder, Urban Decay All Nighter, Pinsel von Spectrum, natürlich die Nabla Visuals Mascara, dann von Etre Belle so ein Spotlight Inner Highlight, Inner Corner Highlight Ding. Ja, 24 Hours Brow Setter muss. Dann von Revolution ein Eyeliner. Von Catrice eine Mascara, falls die Nabla Visuals mir noch zu klumpig sein sollte. Das ist ja immer so ein bisschen, die muss ich ein bisschen eingrooven, ne? Dann von Revolution, Eye Bright, mein Concealer, der fast leer ist, den habe ich in Anwendung. Und von Nabla halt mein Augenbrauenstift. Und von Catrice die Wimpernzange. Das ist so das, was morgen früh in meinem Gesicht landen wird. Flupp, da haben wir die Sachen auch alle im Gesicht. Ja, Nacht war okay, war gut. Ich konnte gut schlafen. Und jetzt bin ich relativ wach, werde mich gleich zum Frühstück begeben, wollte euch aber dann einfach mal jetzt kurz zeigen, was ich denn heute anhabe. Das ist im Prinzip das gleiche Outfit, wie ich auf der Glow auch anhatte, nur halt, dass ich andere Schuhe anhab. Ja. Und da wollte ich euch einfach mal jetzt in Ruhe so ein bisschen zeigen, was in der Goodie-Box vor allem Goodie-Bag drin ist. Den Adventskalender habe ich euch ja natürlich mittlerweile schon hochgeladen. Das war so ungefähr das Erste, was ich gemacht habe, als ich wieder zu Hause war. Jetzt ist eigentlich schon wieder ein paar Tage später. Das Ganze war ja auch ein bisschen trubelmäßig und ja, so, ich zeige euch einfach mal ein bisschen was. Ich habe hier auf jeden Fall ein Produkt mitgenommen von I Want You Naked. Da hatte ich eine super tolle Beratung. Das war echt cool. The Heavenly Coco Glow extra milde Gesichtsreinigung. Und da war ich einfach begeistert. Als die Dame vor Ort mir das Produkt gezeigt hat, habe ich echt gesagt, also das ist der Grund, weswegen ich einfach so ein Fan von Beauty-Produkten bin, weil das einfach innovativ ist. Ich mag es einfach, wenn Marken und Firmen Produkte rausbringen, die ich so noch nicht gesehen habe. Und das finde ich dann immer spektakulär. Das ist eine Art feste Gesichtsseife. Die kannst du verwenden, sowohl um dein Gesicht zu reinigen, als auch deine Pinsel. Aber ich glaube, für die Pinsel wird es mir ein bisschen zu schade sein. Es ist so ein hochwertiges Produkt, also ohne Witz jetzt, ne? Das ist ein Tiegel, wo ich jetzt schon weiß, dass meine Stiefmama in Spee definitiv sagen wird, boah, Claudi, das will ich haben. Wenn es leer ist, gib mir das bitte. Weil das ist, glaube ich, so Porzellan oder sowas. Hier oben ist ein Holzdeckel drauf. Und hier haben wir dann das Produkt drin. Und das ist so geil. Du nimmst halt das Produkt, beziehungsweise stellst es dir halt hin.
Es hat einen leichten, ziemlich krassen Bounty-Duft, ne? Aber ich komme damit klar. Tatsächlich. Ich wasche es ja nachher vom Gesicht runter. Also wir haben hier nämlich auch so einen kleinen Pinsel noch mit drin. So. Den muss ich jetzt erstmal kurz rausfriemeln. Den Pinsel machst du nämlich nass. Das ist dieser kleine Mini-Kabuki, feier ich. Den Pinsel machst du nass, feuchtest es an und dann kannst du hier halt so rein und es dann quasi aufschäumen. Und damit gehst du dann wie so die Barbiere über dein Gesicht gehen und das Ganze dann halt wirklich aufschäumen, abwaschen. Ist auch wohl super geeignet, um sanft die Augen zu reinigen. Da bin ich auch sehr, sehr gespannt drauf. Man muss ein bisschen aufpassen. Da sagte die Dame mir auch, wenn es in die Augen kommt, kann es brennen. Ne? Das ist ja bei manchen Abschminkbombs halt nicht der Fall. Ne? Das hier ist halt eher wirklich für die Gesichtsreinigung. Genau, also das würde ich vielleicht sogar eher nehmen als zweiten Step bei meiner Gesichtsreinigungsroutine. Da habe ich ja das Double Cleansing. Genau, aber da habe ich jetzt noch ein bisschen was in Anwendung. Danach wollte ich das hier nämlich wirklich mal ausprobieren und dann kann ich euch da auch was zu berichten. Das soll super ergiebig sein. Ich bin sehr gespannt drauf. Wir haben die Möglichkeit bekommen, unsere eigene Glossy Box zu packen. Da waren natürlich ein paar Produkte schon vorab ausgewählt. Ich möchte gerne die, die ich gepackt habe, an einen von euch verlosen und ich erkläre euch auch gerne, warum ich sie so gepackt habe, wie ich sie gepackt habe. Und wie gesagt, die wird in diesem Video verlost. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter diesem Video in der Infobox. Schau gerne einfach mal vorbei. Und das ist halt eine klassische Glossy-Box. Ne? Da habe ich jetzt natürlich kein Glossy-Magazin drin. Das erste Produkt, was ich hier reinpacken möchte, ist von Grace & Stella Down for the Peel Foot Mask. Das ist eine Fußmaske, mit der du quasi deine Hornhaut halt entfernen kannst. Und die ist halt sehr effektiv. Ne? Also das macht dir halt wirklich deine Hornhaut weg. Und ich finde, dass jetzt so im September, Oktober, ne, gerade im Oktober, die perfekte Zeit dafür ist. Weil du hast halt keine offenen Schuhe mehr. Du musst halt eigentlich schon drauf achten, so 7 bis 10 Tage, dass du nirgendwo deine Füße zeigen musst, weil das ist echt schlimm. Und ja, aber es hilft halt. Ne? Deswegen, ich wollte die gerne mit reinpacken, fand ich ganz süß. Dann definitiv, weil das ist ein Staple für eine, ne, für eine Abo-Box, ein schöner schäumendes Duschgel von The Body, nein, was auch reden, wow, von The Rituals, genau. Und zwar ist das Ritual of Ying und ich mag super gerne diese Reihe. Das ist halt auch eine Unisex-Reihe, was ich auch ganz cool finde. Das heißt, entweder nimmst du das für dich, entweder bist du auch ein Mann, Frau, wie auch immer. Ne? Das kann halt jeder verwenden und das finde ich halt total klasse. Oder man verschenkt es vielleicht auch irgendwie weiter. Also ich finde das klasse, ich finde es super und deswegen habe ich das mit in die Box gepackt, die ich selber gepackt habe. Dann von Mermaid & Me, das habe ich damals, vor einem Jahr, als ich halt super krass Probleme mit meiner Kopfhaut hatte, habe ich das auch verwendet. Wild Hibiscus Clay Mask, Clean Scalp and Shiny Hair. Das ist halt auch so ein Produkt gewesen, was man sich aussuchen konnte. Das habe ich dann auch mit reingepackt, weil du so halt deine Kopfhaut schön reinigen kannst. Und ja, das ist auch ein Produkt, was nicht immer so mit dabei ist, finde ich. Ne? Also so Kopfhautreinigung und so wird gerne mal vergessen, ist auch eine Full Size. Natürlich wollte ich auch ein bisschen dekorative Kosmetik mit reinpacken. Die Box war aber schon recht voll. Deswegen habe ich eine Mascara mitgenommen. Das ist die Perfect Lash Mascara mit Vitamin E. Das ist ein Schönheitsvitamin. Bei mir hat die leider nicht ganz so krass Wabawum gemacht. Aber vielleicht ist es bei euch dann etwas effektiver. Das war aber die einzige Mascara, die ich dort gefunden habe. Deswegen habe ich die mit reingepackt. Dann habe ich hier einen Bleistift von Glossy Box mit reingepackt. So als Goodie. Fand ich witzig. Hat ein Radiergummi hinten dran. Oder, wie ich gerne damals immer gesagt habe, Ratzefummel. Wer hat es noch gesagt? Schreibt es gerne in die Kommentare. Dann habe ich hier, das habe ich aktuell auch immer in Anwendung, wenn ich mir hier so die, wenn ich mich schminke. Ne? Von Bilou das pflegende Lippenöl. Das ist mit Kirsche. Das ist ein Roller, ne? Und das riecht halt wirklich wie diese Kirschbonbons, die man halt von damals so kennt. Und ich wollte einfach so ein bisschen dieses Feeling von damals nochmal so mitgeben. Deswegen, also das wäre jetzt quasi die Glossy Box, wie ich sie so gepackt habe. Unter dem Motto, wer kann, der kann. Keine Ahnung. Und genau, die würde ich dann halt auch gerne jetzt in diesem Video verlosen. Alles, was du dafür tun musst, um in der Verlosung dieser Box teilzunehmen, steht unter diesem Video in der Infobox. Schau gerne mal rein. Genau. So, stelle ich dann zur Seite, dass ich Bescheid weiß. Und dann haben wir nämlich, als wir gehen konnten, boah, ich war echt vollgepackt wie so ein Packesel, ne? Wahnsinnig. Hab da auf jeden Fall gemerkt, dass immer, wenn ich jetzt zu irgendeinem Event hinfahre, dass ich safe irgendeinen viel zu großen Koffer mitnehme, wo halt vielleicht meine Sachen und super viel Luft reinpassen, dass ich dann halt auch die Sachen
gut transportieren kann, weil das war echt schwierig. Vor allem der Adventskalender plus diese Riesentasche. Ich meine, ich beschwere mich nicht, ne? Ich fand es total genial. Ich war echt beeindruckt und total glücklich und dankbar. Denn diese Tasche konnte ich halt mitnehmen. Jeder, der dort war, konnte sich halt diese Tasche mitnehmen. Und ja, dort vor Ort habe ich auch noch Fotos gemacht in dieser Fotobox. Ich weiß nicht, ob man die sehen kann. Ja, ich habe die bestimmt auch schon auf Instagram gepostet. Ich bin jetzt nicht so die Poserin im Sinne von, wir machen Beauty-Shots, sondern eher, ihr seht, was ich meine. Ne? Ich habe halt eher Spaß in meinem Leben, als dass ich da jetzt irgendwie... Weiß Gott, wie ernst stehen würde. Ja, ich hatte Spaß. Ich war eins mit der Wand und habe mich sehr darüber gefreut. Mein Freund hat davon tatsächlich auch einen Auszug bekommen. Und es kommt dann in sein Portemonnaie. So bin ich dort zu finden. Ist das nicht großartig? Hm. Auf jeden Fall gucken wir jetzt in diese Tasche. Ich habe noch nicht reingeguckt, ne? Ich bin super gespannt. Als erstes haben wir hier eine Look Fantastic Beauty Box drin enthalten, weil das war ja auch das Event von Glossy Box und Look Fantastic. Das ist die Juni-Box von diesem Monat. Ach, interessant. Die habe ich euch ja auch schon ausgepackt, ne? Genau, dann werdet ihr die Box auch schon gesehen haben. Kann ich euch ja auch mal im i verlinken. Ich mache sie mal auf und gucke mal vorsichtig rein, ob es wirklich die Box ist, weil dann kann ich die ja wirklich genauso, wie sie ist, demnächst auch mal verlosen. Also es werden sowieso zum Ende des Jahres, Leute. Ich muss, ich brauche Platz, ne? Ich werde sehr, sehr viele Verlosungen machen, sowohl hier als auch auf Instagram. Also folgt mir definitiv. Da werdet ihr definitiv auch was von haben, ne? Die haben wir uns schon angeschaut, Leute. Dann haben wir hier noch weitere Produkte drin. Das ist einmal hier von Glossy Box ein Täschchen. Das Täschchen geht postwendend an eine Freundin von mir, die liebe Ides. Die möchte nämlich immer diese Täschchen haben, hat sie mir gesagt. Braucht sie nämlich für ihren Kindergarten, ne? Hier habe ich ein Produkt von Six drin und das finde ich hübsch, das mag ich gerne leiden. Ich werde hier bald sowas von viel zu viele Männer in diesem Haus haben. Das heißt, ich muss mehr Pink tragen und das würde jetzt natürlich 1A auch zu meinem Oberteil. Das sieht gut aus, oder? Ich finde, das sieht gut aus. Ja, jetzt nicht mit dem Schild hier, aber das sieht gut aus. Hey, auch mit dem Bommel hier. Das ist so ein bisschen fancy-pantsy. Also ich finde es cool. Kann man nichts zu sagen. Schöner Haarreif. Und ich mag auch dieses Samtige. Das ist jetzt so Richtung Herbst auch eine ganz schöne Sache. Weil da darf alles so ein bisschen kuscheliger sein. Und ein bisschen, also auch so von den Texturen her, ne? Von den Sachen, die man halt so, oder Materialien vielmehr, die man so anhat oder um sich hat und so. Und das, sowas mag ich. Genau, also ich habe hier ja auch einen Schminkhaarreifen, den ich mir mal irgendwann gekauft habe, aber den hier kann ich mir auch gut als Schminkhaarreifen vorstellen, aber weil ich den wirklich so schön finde, kann ich mir den auch einfach so als Haarreif vorstellen. Ich lasse den jetzt einfach mal in meinen Haaren drin. Ich habe jetzt das Schild abgebröckelt, ne? Ich muss den noch ein bisschen dehnen, weil ich habe echt eine große Rübe. Definitiv, ne? Habe ich. Aber das sieht gut aus. So, Ines, die Tasche ist für dich. Dann haben wir, Ines ist übrigens auch die, die mich ganz intensiv damals überredet hatte, mit YouTube anzufangen. Deswegen, die hat viel verdient in ihrem Leben. Skin Glow habe ich hier. Her One. Was ist das? Nahrungsergänzungsgedönsen, ne? Ja, Pfirsich, Fruchtpulver, Marine, Kollagenpeptide, Hagebutten, Fruchtpulver und so weiter und so fort. Ja, nö, also 30 Gramm sind hier drin enthalten. Das ist halt Skin Glowing, Hair Shiny, Nail Strong. Kann man sich bestimmt gönnen, ne? Mit Kollagen und so. Das ist halt, ab einem gewissen Alter ist es halt so, dass die Kollagenproduktion nicht mehr so da ist im Körper. Und dann kann man halt nachhelfen. Und ja, aber das wird halt nicht mein Leben jetzt verändern, sage ich jetzt mal ganz ehrlich. So, ein bisschen Werbung haben wir dann auch noch mit am Start von I Want You Naked. You're born beautiful, stay as you are. Du bist wunderschön geboren, bleib wie du bist, das finde ich nett. Dann haben wir hier auch das Produkt von I Want You Naked, Time Machine, Holy Hemp, Bright Eyes Serum. Und das wurde uns dort auch vorgestellt. Das ist hier runtergeflogen. Das ist Meet Your Younger You. Triff dein jüngeres Ich. Okay, take me out and learn how to use me. Also das kannst du halt auch, wenn du jetzt nicht geschminkt wärst, ne, komplett über den Tag immer wieder anwenden. Das ist halt so ein schönes Augenserum. Du kannst da drüber eine Augencreme geben oder eben nicht. Und ich finde sowas gut. Also sowas mag ich gerne verwenden, weil das halt auch immer so einen Kühlungseffekt mit dabei hat. Also das wird auch ausprobiert. Dann habe ich hier Masken drin. Oh. Oh. Geil, das sind keine Masken. Das sind Hitchis, saure Drachenzungen, Fruchtgummi, Fruitgum. Ungesund.
Absolut. Aber ich liebe es. 125 Gramm sind hier drin enthalten. Wow. Großartig. Ja, blaue Drachenzunge. Geil, da kriegst du dann auch so eine schöne blaue Zunge von, ne? Oh, ich liebe sowas. Mit sowas kriegt man mich. Okay, Retinol-Tuchmaske, Cell-Repair-Booster. Retinol ist klasse. Von Schäbens darf ich jetzt halt in der Schwangerschaft nicht verwenden, werde ich auch in der Stillzeit nicht verwenden, aber danach wieder. Und ich habe das auch gesehen, dass Schäbens halt mittlerweile auch diese Retinol-Tuchmaske hat und ich habe das so Bock drauf, weil Retinol ist halt wirklich ein richtig guter Anti-Aging-Wirkstoff und da habe ich, habe da einfach Bock drauf. Dann habe ich hier auch noch ein Produkt von Purelay drin enthalten. Das ist einfach der Wahnsinn. 2206 MC Hapuna Gold. Ey. Oh, schön. Oh, guck mal. Da ist eine schöne Kette. Den Purelay Adventskalender habe ich natürlich auch bestellt. Da bin ich auch gespannt, wann der dann so kommt und wann ich den für euch öffnen kann. Oh, das ist eine schöne Sommerkette. Und jetzt bin ich mal gespannt. Hier werden ja Ohrringe mit bei sein. Oh, ist das hübsch. Nee, ein Ring. Oh, den kann man sich natürlich auch zurechtbiegen, ne? Sodass man da die entsprechende Größe hat. Mag ich gerne leiden. Und ich finde es klasse, dass es halt ein größenverstellbarer Ring ist, ne? So, allerhand lose Produkte sind hierbei, aber auch noch eine Glossybox. Da kann ich auch mal hineinschauen. Okay. Summer Rendezvous. Welche ist denn das? Hier kommt eine Summer Rendezvous Edition. Bist du bereit für ein unvergessliches Sommerabenteuer? Juni 2022 haben wir hier auch wieder am Start. Die habe ich auch für euch ausgepackt. Ach, witzig, da ist auch die Note Mascara mit dabei. Kann ich mal reinlunzen hier, oder? Ultrasun. Wisst ihr was? Ich verlose nicht nur die selbst zusammengestellte Glossybox in diesem Video, sondern auch die Look Fantastic Beauty Box aus Juni und die Glossybox aus Juni. Also die beiden, die ich halt hier auch in dieser Tasche drin hatte. Ne? Also dann gibt es drei Gewinner in diesem Video. Ne? Das wird dann randommäßig ausgelost. Dann kannst du dich überraschen lassen, welche Box du bekommst. Aber die drei verlose ich hier jetzt einfach. So. Finde ich klasse, ne? Kann man auf jeden Fall machen, dann habt ihr da auf jeden Fall auch was von. Wow, und hier ist noch so viel drin. Auch das hier wird dann wahrscheinlich meine Freundin bekommen. Hello Gorgeous. Ja, ne? Dann mache ich die Kindergartenkinder glücklich. Ich weiß nicht, was die da alle mitmachen, ne? Aber die brauchen wohl diese Taschen, deswegen sollen die sich das gönnen. Dann Comfort Zone Renight Cream Nourishing Vitamin Cream Night. 30 ml sind hier drin enthalten, also eine nährende Gesichtscreme für die Nacht mit Vitamin E, Hyaluronsäure, Macadamiaöl. Und dann ist es wahrscheinlich so, dass die halt einfach reichhaltiger ist und deswegen eher für die Nacht geeignet ist. Dann von Emma Hardy Moringa Renewal Treatment Mask, die werde ich mir zur Seite legen und verwenden. 15 ml. Auch wieder Strahlkraft mit bei. Verwende ich gerne morgens, wenn ich so am Zähneputzen bin. Da mache ich mir gerne solche Pöttchenmasken drauf, tatsächlich. Da habe ich den Adventskalender auch für euch ausgepackt. Avocado-Topping von Just Spices haben wir hier mit dabei. Ja, nicht schlecht, Herr Specht. Das hier mochte ich vom Duft leider nicht ganz so gerne leiden, als ich das mal angewendet habe von Garnier Bio, das pflegende Bio-Argan-Feuchtigkeitsspendende Gesichtspflegespray. Das war mir halt irgendwie zu grün vom Duft her. Wenn es sowas gibt. Eine Augencreme von Glossybox hat sich hier unten drin versteckt, deswegen wurde die gerade so ein bisschen von den anderen Produkten gebasht. 15 ml sind hier drin enthalten und Glossybox hat ja auch eine eigene Hautpflegemarke, die wirklich auch gut hautverträglich ist. Die Pflegewirkung davon ist immer recht sanft. Ich persönlich mag am allerliebsten den Reinigungsschaum von denen. Das habe ich denen auch gesagt, als ich dort vor Ort war. Dann habe ich hier noch ein kleines Produkt von Tobias Sabo drin. Charm Club. Was ist das denn? Könnte ja auch ein Schmuck sein. Oh, Silberschmuck habe ich hier drin. Thomas Sabo, das ist nicht günstig, oder? Das ist nicht günstig. Das ist ein Armband. Hübsch. Da ist Glossybox auch mit drauf. Okay. Ja, ein Armband. Also ich trage jetzt nicht wirklich Armbänder. Okay, wow. Zwei Sachen habe ich hier noch in dieser Tasche drin. Das ist einmal ein Deo, was ich gerne verwenden werde. Das 8x4 Nummer 4 Vibrant Flower Inspired by Premium Fragrance. Das hat bei mir sehr gut funktioniert. Das werde ich dann halt auch wieder in meine Backups packen und anwenden. Und als letztes, nein, als vorletztes. Also einmal habe ich hier noch eine Retinol-Tuchmaske von Schäbens auch mit dabei. Ein zweites, yay. Und dann habe ich als letztes Coffee, Contour and Confidence von Glossybox. Das ist ein Buch. Ist das ein Reinschreibbuch oder steht da schon was drin? Und da kannst du halt rein theoretisch, das ist sogar ohne Linien, kannst du auch sogar was malen. Das ist echt hübsch.
Mensch, also solche Bücher feiere ich immer, ne? Gut. Ich finde, dass es echt krass war. Theoretisch wäre das Event auch noch ein bisschen kürzer gewesen. Also ich bin halt ein bisschen länger da geblieben, weil ich dann auch mit den Leuten ein bisschen mehr quatschen wollte, die Leute kennenlernen wollte und einfach halt die Gesichter zu den Menschen sehen wollte, die ich halt immer als Kontaktperson hatte, wisst ihr? Und das finde ich einfach immer wichtig. Das ist gerade in der heutigen Zeit schwierig, da einfach Menschen zu finden, den man ins Gesicht gucken kann, weil diese Events halt immer weniger stattgefunden haben. Und ich bedanke mich von Herzen bei Glossybox für die Einladung. Ich habe es so genossen, auch Danny und Maxim zu treffen und sie einfach live und in Farbe in meine Arme schließen zu können. Das war so cool. Da habe ich aber einfach nicht die Kamera angemacht, weil das war für mich eher so ein privater Moment, wo ich die beiden getroffen habe, weil ja, ich wollte es einfach für mich persönlich mal genießen. Ich finde, sowas ist auch einfach wichtig. Genau. Ihr Lieben, das war es jetzt hier von mir und dem Berlin-Kurztrip-Vlog, den ich gemacht habe. Wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ja, ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen, ich weiß es selber noch nicht genau, wahrscheinlich Unboxings oder so, ne? Mal gucken. Hier unten mein neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!